Ja, schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Es war bis zuletzt nicht so ganz sicher, dass wir alle auf diesem Podium gemeinsam sitzen, aber das passiert, wenn man sozusagen aus verschiedenen Städten, europäischen Städten zusammenkommt, um über wichtige Themen zu sprechen. Und das Thema ist ja in der Tat wichtig. Das Thema ist: Was passiert mit uns? Was macht mit uns und aus uns dieser Zeit? Und wer sind die Macher und die Macherinnen? Wer sind die Akteure? Wer sind die Objekte und die Subjekte dessen, was jetzt passiert? Vieles davon, von diesen Fragen, sind angerissen oder sogar beantwortet in dem Buch unseres ersten Gastes, Boris Schumatzky. Er hat ein Buch geschrieben mit dem etwas provokativen Titel Der neue Untertan. Und das Buch kann man übrigens dort gleich nach unserer Veranstaltung auch erwerben, genauso wie sein neuestes Werk. Es ist ein Roman. Wir wollen gleich mit Boris anfangen und über das reden, was auch in diesem Titel dasteht, mit dem Konzept von Untertan. Aber zunächst zu der Person Boris Schumatzky. Viele haben von ihm sicherlich Texte gelesen, denn er schreibt schon seit 1991 in deutschen Medien. Da hat er in der Taz angefangen. Aber mittlerweile schreibt er überall und unideologisch, also sozusagen bei der Wahl der Presse. Also FAZ sehe ich immer wieder auch Sachen. Also es ist nicht nur sozusagen zu linken Medien verdammt. Er kommt aus Moskau und lebt eben seit Mitte der 90er in München, in Berlin, jetzt wieder in Berlin, vorher lange Zeit in München. Er studierte in Moskau, studierte in St. Petersburg und eben in Berlin Geschichte, Kunstgeschichte und Politologie. Und genau diese Mischung erlaubt ihm einen ganz interessanten, ganz besonderen Blick auf das, was mit uns und in unseren Köpfen passiert. Und deswegen gleich meine erste Frage, bevor wir zu unserem zweiten Gast übergehen, die ich später vorstellen werde. Was sind denn diese Untertanen? Was zeichnet sie aus? Was macht aus uns im Westen? Ja, denn das Buch ist ja über die europäischen Phänomene, über amerikanische Phänomene. Was macht aus uns, aus Bürgern, die Untertanen? Danke. Nicht aus uns allen hat etwas Untertanen gemacht. Sprich, nicht alle, die hier sitzen, sind Untertanen. Ich bezeichne als einen neuen Untertan eine besondere politische Einstellung. Und zwar, ich möchte mich bei der Definition von dem alten klassischen Untertanen absetzen. Der klassische Untertan war ja relativ einfach, der war unterdrückt und die meisten haben sich damit abgefunden, den anderen hat es sogar Spaß gemacht. Aber der neue Untertan entsteht erst dann, als das politische Subjekt, als ein Mensch, die Möglichkeit bekommt, eine politische Wahl zu treffen. Und das ist ja auch eine Herausforderung. Und in dieser Situation kann man, ich sage mal salopp, schlapp machen. Also eine Person, die ihre politische Mündigkeit ablegt, ist der neue Untertan. Das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen abstrakt und kryptisch. Ich erkläre es ein bisschen genau jetzt. Die politischen Entscheidungen, die heute getroffen werden, sind ja bekanntlich sehr kompliziert. Die Zeiten, in denen wir leben, ändern sich rasant schnell. Und um sich auf einem x-beliebigen politischen Gebiet auszukennen, im Nahen Osten, in der Innenpolitik, es wird zunehmend schwerer und das, was man vor 5 Jahren noch zu wissen glaubte, gilt jetzt plötzlich nicht mehr. Dann lernt man das. Dann nochmal 5 Jahre später muss man das neu lernen und so weiter und so fort.
heutzutage ändern sich zum Beispiel die politischen Lager. Ich glaube nicht, dass es überhaupt Sinn macht, jetzt von links und rechts zu reden. Da gibt es eine erstaunliche Verschmelzung. Viele reden von einer Querfront sogar. Was ist heutzutage konservativ? Das weiß man eigentlich nicht mehr. Darüber würde ich gerne auch die Lerne Bernhard fragen. Und da kann man sehr leicht überfordert werden. In einer repräsentativen Demokratie lief es ja eigentlich immer so, dass man seine Partei gewählt hat und die Partei hatte jemanden, der sich gut auskennt und hat für dich stellvertretend diese Entscheidung getroffen. Jetzt funktioniert das plötzlich emotional nicht mehr. Jetzt sind viele Menschen nicht zufrieden mit den Entscheidungen, die getroffen werden und sie nicht nachvollziehen können. Und dann entsteht eine Situation, in der man offensichtlich überfordert wird. Und dann hat man die Wahl. Entweder suche ich mir eine leichte Erklärung für die Welt oder ich versuche, jemandem zu vertrauen oder ich versuche sogar selber die Materie zu lernen. Aber alles kann man nicht lernen. Vom Klimawandel bis hin zum Nahen Osten. Die Welt ist so wahnsinnig kompliziert. Wir brauchen eine Orientierung. Und diese Orientierung war bis vor kurzem die Tradition der Aufklärung, in der wir einfach unsere Mündigkeit an bestimmte Gruppen abgeben konnten. Und das hat gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn es um die Quantenphysik geht, hat man Wissenschaftler, denen man vertraut. Und man weiß, was ungefähr auf diesem Gebiet passiert, ohne die komplizierte Mathematik, ohne die Physik nachvollziehen zu können. Nun, mit dem Klimawandel, das ist ein Thema, das hier besonders wichtig ist, glauben die Menschen, die diese komplizierte naturwissenschaftliche Materie auch selber verstehen zu können. Und zwar, sie sagen, dass die meisten Wissenschaftler 95% oder 97%, dass diese Leute entweder unter Druck gesetzt werden oder gekauft werden oder selber zu einer bösen Elite gehören, die uns Bürgern Lügen erzählt. Das heißt, diese Person, die so denkt, hat für sich eine einfache Verschwörungstheorie zusammengereimt. Die Verschwörungstheorie funktioniert ungefähr so. Es gibt eine böse Elite und es gibt wir, das Volk. Und diese Elite betrügt und manipuliert uns. Dieses Modell, diese Struktur gibt es von den besagten Klimaleugnern, Skeptikern, bis hin zu den Leuten, die glauben, dass die Erde flach ist, bis zu den Leuten, die glauben, dass uns eine jüdische Weltregierung manipuliert, bis hin zu den Leuten, die glauben, dass die Kondensstreifen der Flugzeuge irgendwelche Chemikalien enthalten, die unsere Gehirne beeinflussen und so weiter und so fort. Aber diese Struktur, diese Vorstellung, dass wir kleine Würstchen von einer bösen Elite manipuliert werden, findet man auch bei bestimmten, ich will jetzt keine Namen nennen, Wissenschaftlern, Akademikern, Politikern, dass man muss nicht unbedingt dumm sein, man muss nicht unbedingt ungebildet sein, um an so eine einfache, primitive und verschwörungstheoretische Erklärung der Welt zu glauben. Man braucht nur eins, man gibt seine Mündigkeit an eine Lüge ab. Das heißt, wenn ich von der Welt überfordert bin, suche ich mir, statt mit dieser Kompliziertheit der Welt umgehen zu lernen, suche ich mir stattdessen eine einfache Theorie, eine einfache Erklärung und diese Erklärung unterwerfe ich mich.
Das macht den neuen Untertanen aus. Vielen Dank. Eine ganz kurze Nachfrage gleich. Sie haben gesagt, sozusagen, da sind Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem jetzigen System quasi, mit diesem System der repräsentativen Demokratie. Sie vertrauen nicht mehr diesen Gruppen, ja, diesen Eliten, die sie ja eigentlich repräsentieren. Sie stellen das jetzige System in Frage. Was ist daran sozusagen das Abgeben der Mündigkeit? Also per se ist ja dieser Vorgang des Hinterfragens, ja, dessen, wie jetzt die Gesellschaft funktioniert, ist ja per se eigentlich umgekehrt ein selbstemanzipatorischer Schritt. Ja, das ist eine gute Frage. Dieser neue Untertan, den ich so beschrieben habe, der oder die denkt ja, ich bin ein Revoluzer, eine Revoluzerin, ich bin ein Rebell. Warum ist das in meiner Meinung nach falsch? Warum macht das zu einem neuen Untertanen, wenn man gegen die Eliten kämpft? Weil es die Eliten in diesem Sinne nicht gibt. Die Eliten, die in dem sogenannten rechtspopulistischen oder linkspopulistischen Diskurs beschrieben werden, als eine Art so vulgär marxistische Klasse, als Unterdrücker, als Manipulatoren, die gibt es nicht. Unsere Gesellschaft ist viel komplexer. Also diese Beschreibung, diese Vorstellung, wir unten und die oben, ist zu einfach, zu primitiv und unsere Gesellschaft nicht angemessen. Unsere Gesellschaft hat natürlich vielerlei Eliten, die aber alle zusammen keine einheitliche Elite im Sinne von einer Oberschicht oder im Sinne von Unterdrücker bilden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Unsere Gesellschaft hat kein Fundament im Sinne von einem einfachen Volk und irgendwelchen neuen Adel oben. Das ist Quatsch. Das ist viel zu einfach. Das ist unserer komplizierten, modernen, offenen Gesellschaft einfach nicht angemessen. Und deswegen wird diese Revolution gegen die Windmühlen geführt. Spannend. Das vertiefen wir gleich auch miteinander, aber erst einmal machen wir einen Schritt nach links, obwohl es ja eigentlich nicht im Selbstverständnis dieser Person nach links heißt, darüber können wir auch nochmal reden. Ich meine Liana Bernhardt, sie ist Juristin und Publizistin und sie ist auch unser goldener Maulwurf, denn 2014 wurde sie ausgezeichnet von der katholischen Tagespost mit diesem Preis für einen Text über die klassische Literatur. Das fand ich sehr schön, dass es nicht nur sozusagen dieses Thema gibt, über welches Liana schreibt. Aber natürlich kennen die meisten hier Liana als eher Vorkämpferin, also diejenigen, die versucht, in diesem System gesprochen, die Untertanen zu verführen. Ja, also zu jedem Untertan gehört ja auch irgendjemand, der ihn beherrschen, verführen möchte. Also sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mittlerweile mit Bewegungen wie AfD, wie Pegida und dem Verhältnis dieser neuen Rechten zu alten Rechten, also zu den klassischen sozusagen liberal-konservativen oder nicht nur liberal, einfach konservativen Flügel. Sie schreibt in vielen verschiedenen Zeitungen, da brauche ich jetzt nicht sozusagen die lange Liste aufzuzählen. Bei Carta ist sie regelmäßig auch eine Kolumnistin. Und an Liana richte ich mir sozusagen eine komplementäre Frage. Hier haben wir jetzt gesprochen über die Rezipienten, ja, über diese neue Offenheit von vielen von uns, was diese Theorien angeht, was diese verführerische Strukturen, Machtstrukturen angeht. Wer sind denn diejenigen, die das aussenden, die diese Angebote, politische Angebote machen? Und was ist das Besondere an ihnen jetzt im Gegensatz zu den früheren konservativen Kräften?
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich kann das alles nur unterstreichen, was Boris Schomatzki gesagt hat. In der Tat ist es so, dass also Leute, die glauben, jetzt besonders kritisch zu sein, sogenannte Alternativmedien lesen, die meisten davon aus dem neurechten Spektrum. Ich erkläre gleich, was das ist. Teilweise aber auch im linken Spektrum. Da gibt es ganz erstaunliche Allianzen. Und die vermeintlich kritisch sind, aber diesen sogenannten Alternativmedien jedes Wort glauben und da überhaupt nichts hinterfragen. Und da kommt sozusagen tatsächlich diese untertänige Haltung dadurch zum Ausdruck. Das Fatale ist daran, dass sie sich im Grunde ja in gewisser Weise einer Denkrichtung unterwerfen, die sehr autoritär ist. Auch das passt dann zum Untertanen. Nämlich vor allem der sogenannten Neuen Rechten. Das ist ein Zirkel von Rechtsintellektuellen, der knüpft nicht an die Nazi-Zeit, man grenzt sich sogar dezidiert davon ab, sondern an die sogenannte konservative Revolution der späten Weimarer Republik, sprich an Leute wie Carl Schmitt, Edgar Julius Jung, Arthur Müller-Vandenbrück. Und das hat nichts mit dem zu tun, was man sozusagen als konservativ im Sinne des Nachkriegsdeutschlands versteht, ist also mit klassischen CSU-Positionen beispielsweise, sondern es ist eben dezidiert, es hat mehrere Säulen. Es ist erstens, hat es so eine Idealvorstellung von ethnisch reinen Völkern. Das nennt man Ethnopluralismus. Das bedeutet im Grunde, man sagt, gibt vor, man habe nichts gegen Rassen, aber sie sollen doch bitte da bleiben, wo sie herkommen oder es auf ihrem angestammten Gebiet. Sie kennen sicher diese Begriffe, die man jetzt immer mehr hört. Man müsse das eigene gegen das Fremde verteidigen. Deswegen sind auch die Vorbehalte dieser Leute gegen Asylbewerber und Migranten grundsätzlich. Das geht nicht nur um die Quantität, das ist viel grundsätzlicher. Der bekannteste Protagonist mittlerweile ist Björn Höcke, der Rechtsaußenvertreter der AfD. Der ist eng verbunden mit Götz Kubitschek, das ist so die Zentralfigur der Neuen Rechten. Das sind also die ganz Radikalen. Dann gibt es einen moderateren Teil rund um die Zeitung Die Junge Freiheit. Also dieses Ethnopluralismus, dann sind sie antiliberal, nicht im Sinne von Anti-FDP, sondern antiliberal im Sinne von gegen emanzipatorische Prozesse. Sie denken in Kollektiven, sie träumen so etwas oder sehen sich zurück nach einer Art Ständestaat. Also sie mögen das überhaupt nicht, wenn man vom Individuum her denkt. Und deswegen sind sie zum Beispiel sehr kritisch auch gegen alternative Familienmodelle. Das wird dann als Gesellschaftsexperiment abqualifiziert. Und sie sind vor allem antipluralistisch. So ähnlich wie damals in Weimar, das kennen Sie vielleicht, wurde das Parlament als Schwatzbude bezeichnet. Und so erleben wir jetzt diese Renaissance, dass eine Partei, nämlich die AfD, von sich behauptet, sie und nur sie habe Mut zur Wahrheit. Alle anderen sind Altparteien oder Kartellparteien oder inhaltlich entartete Altparteien, das sagt Björn Höcke. Oder Alteliten, sie selber möchten die neue Elite sein, da sieht man das auch so ein bisschen schizophren, also das Elitenbashing geht nur so weit, solange man selber nicht Elite ist. Und alle von diesen Leuten oder zumindest die meisten sehen in Putin ein sehr großes Vorbild. Und da gibt es ganz erstaunliche Allianzen, die wir vielleicht dann auch noch vertiefen können. Last but not least sieht man auch auf der Linken Teile, die wegbrechen. Jürgen Elsässer zum Beispiel, der das Kompaktmagazin ins Leben gerufen hat, ehemaliger Antideutscher, jetzt stramm Neurechts, arbeitet mit Kubitschek zusammen und man erlebt eben auch innerhalb der Linkspartei, ganz anders als bei den Grünen, die ja sehr Putin-kritisch sind, aber bei der Linkspartei eben jetzt auch so eine Art neuen, ja in gewisser Weise Nationalbolschewismus, allen voran vertreten durch Frau Wagenknecht. Jetzt ein bisschen strukturell nochmal ein bisschen sauber das herausarbeiten. Und zwar an der Frage, die ich auch gestellt habe, nochmal stelle. Wo ist der Unterschied zu den Rechten, wie wir sie vorher kennen, zu den Konservativen? Denn die Konservativen sind ja nicht unbedingt liberal. Auch Konservative sind Kommunitaristen in dem Sinne. Ja? Was ist denn, also wenn man die AfD, das AfD-Programm liest, ist meiner Meinung, befindet man sich plötzlich in der CDU der 80er oder der 90er. Warum doch diese Abgrenzung, auf die Sie ja auch verweisen, dass das nichts mit dem Konservativen zu tun hat?
in mehreren Punkten. Also der deutsche Konservativismus ist ganz klar immer für die Westbindung gewesen, für die EU, auch für den Euro, für die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung wird von den Neurechten abgelehnt. Man sagt, das war sozusagen das Ende Deutschlands. Damit kam Multikulti auch in die bis dahin ethnisch fast reine DDR, erstens. Zweitens sind deutsche Konservative wissen, dass sie eigentlich oftmals in der Minderheit sind und wahrscheinlich bleiben. Beispiel Abtreibung. Ich bin strikt oder ziemlich strikt dagegen. Ich weiß aber, das ist nicht mehrheitsfähig und ich bin deswegen nicht beleidigt. Die Rechtspopulisten sind beleidigt und dann kommt immer diese Opfersprache: Tugend, Terror, Meinungsdiktatur, linksgrün, versiffter Mainstream. Also diese Mischung aus Wut und Opferhaltung, so eine aggressive Opfersprache dann auch das ist nicht konservativ. Also Konservative sind auch moderat. Konservative reden nicht von Altparteien, Konservative fantasieren nicht irgendeine angebliche Homo-Lobby herbei, die qua Gender-Mainstreaming alle hin zum neuen Menschen erziehen will. Man sieht das Gender-Mainstreaming kritisch, tue ich auch, aber man fantasiert eben jetzt nicht diese große Verschwörungstheorie herbei. Dann beim Thema Integration sieht man die Unterschiede auch sehr klar. Konservative sind traditionell skeptisch und haben die Sorge, dass sich vielleicht Migranten so schwierig wird, sie zu integrieren, dass sie vielleicht auch unbedingt nicht unbedingt immer wollen, aber das ist so ein pragmatisches Element. Aber es besteht kein Vorbehalt gegen das Fremde als solches. Man strebt also keine ethnische Reinheit herbei. Und es gibt zum Beispiel ein Konzept in konservativen Kreisen nicht, das ist die Assimilation. Man erwartet, dass sich Migranten integrieren, aber die AfD erwartet beispielsweise, sagt Frauke Petri neuerdings, dass Muslime sich assimilieren. Herr Höcke sagt, alle Einwanderer müssen sich assimilieren und das bedeutet, zu Ende gedacht, sie müssen ihre Herkunftskultur komplett aufgeben. Das sagt der Höcke auch. Sie können sie gerne zu Hause ausleben, aber sie soll nicht sichtbar sein. Und das bedeutet, wenn man es zu Ende denkt, müssten eigentlich auch alle italienischen Restaurants, alle indischen Restaurants, alle schließen. Das ist ja auch nicht assimiliert. Also diese Reinheitsvorstellung, das ist völkisch und das ist auch nicht traditionell konservativ. Das sind so, kann das jetzt noch für andere Fragen durchdeklinieren, aber das sind so die wichtigsten Punkte. Danke. Was angeklungen ist, ist die Frage des Verhältnisses zu Russland, insbesondere zum Putin-Regime. In Ihrem Buch schreiben Sie ja über beides, ne? Sowohl über die Untertanen hier, na, uns, oder einige von uns, als auch über die Untertanen, die man in der post-sowjetischen Sprache Savok nennt, ja, also Savok, post-sowjetische, heißt Schaufel auf Russisch, aber das ist so ein bisschen von oben herab, muss man sagen, etwas, ja, oder selbstkritisch, sagen so Leute, die geprägt sind von der sowjetischen Erziehung. Was sind die Unterschiede? Ja, über die Gemeinsamkeit können wir noch reden, aber was sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Arten von Unterwerfung, von Untertansein, zwischen dieser westlichen AfD-anschlussfähigen Leuten, ja, oder Pegida-anschlussfähigen Leuten und Putin-anschlussfähigen Leuten? Ja, es gibt viele Leute, die auch viele ehemalige Bürgerrechtler aus dem östlichen Teil Deutschlands, die behaupten, dass die Leute, die im Realsozialismus sozialisiert wurden, besonders anfällig für den Autoritarismus, Populismus sind. Ich glaube, das ist eine zu brutale, zu unmenschliche und ungenaue Sicht. Im Realsozialismus hatten diese Menschen, die später verachtlich als Sovok, als eine Art Homo Sovieticus bezeichnet wurden, kaum eine Chance. Du kannst nicht ganz alleine gegen eine Atommacht kämpfen. Die Sowjetin war doch eine. Und wenn du dich mit ihr nur zusammentust, dann landest du bald im Gulag. Die Menschen hatten keine Möglichkeit, wie gesagt, ihre politische Mündigkeit zu praktizieren, außerhalb von kleineren Kreisen der mutigen und heldenhaften Dissidenten und Bürgerrechtler. Die gab es und über die können wir später vielleicht reden. Die meisten Menschen,
sie waren unter Druck, sie haben in einem totalitären Staat, totalitären System gelebt und ja, sie waren Untertanen, aber sie waren es nicht freiwillig. Sie wurden da hineingeboren und haben versucht, einfach ein, soweit es ging, würdiges Leben zu führen. Ich finde, ich würde dieses Wort Savok, das ich einmal in diesem Buch benutzt habe, nie in den Mund nehmen. Aber ich glaube, es gibt einen Menschen, für den dieses Wort, obwohl er dieses Wort nicht benutzt, sehr viel bedeutet. Und dieser Mensch heißt Wladimir Putin. Ich glaube, Putin hat eine Vorstellung von seinen Untertanen, dass sie eben irgendwie von Geburt an durch ihre Kultur oder vielleicht sogar genetisch, er spricht ja sehr gerne über unsere Genen, einfach geborene Untertanen sind. Wie Stalin damals gesagt hatte, Rädchen im Getriebe. Und diese Vorstellung von den Menschen, die eben Putins russische Welt bilden, darüber kann man viel reden, aber diese Vorstellung ist falsch. Und wir müssen einfach abwarten und schauen, was in Russland passiert. Erstmal passiert, glaube ich, nichts Gutes, aber die Menschen dort sind bestimmt keine freiwilligen Untertanen, über die wir hier gesprochen haben. Das wollte ich betonen und auch die Menschen, die in der DDR groß geworden sind und jetzt bei Pegida meinetwegen oder AfD marschieren, sind dort nicht, weil sie Ostdeutsche sind. Diese Verallgemeinerung finde ich fast ein bisschen rassistisch. Es gibt ja auch genug AfDler und rechtsextreme und linkspopulistisch affine Menschen auch im Westen. Wenn wir das einfach auf den Realsozialismus zurückführen, denken wir nicht angemessen und wir reden an dem Problem vorbei und dann ist es kein Wunder, dass wir verlieren. Okay. Aber dann erklären Sie mir bitte die unterschiedlichen Umfragewerte und unterschiedlichen Wahlergebnisse, wenn man jetzt, habe ich gerade heute geschaut, West und Ost vergleicht in Deutschland, dann sehen wir, im Westen gibt es, na, vielleicht bei Baden-Württemberg gibt es noch einen Schlenker da 16%, wobei auch da vielleicht durch Aussiedler, nicht so viele, aber dennoch. Ansonsten Niedersachsen 6%, Schleswig-Holstein 7% und im Osten haben wir 20%, 21%, nur in Brandenburg ist 16%, vielleicht durch die Nähe von Berlin. Dann erklären Sie bitte eine Alternativerklärung, wenn es nicht sozusagen die Nachwehen der totalitären oder der autoritären DDR, des DDR-Systems. Nein, natürlich, ich meinte was anderes. Ich wollte nicht von einem Menschentypus reden, von einem Osse. Und dass die Gesellschaft im Osten Deutschlands anderes ist als im Westen, darüber würde man überhaupt, dagegen würde man gar nicht argumentieren. Das ist so. Und die Rechtspopulisten und übrigens auch die Linkspopulisten wissen es sehr gut zu benutzen. Deswegen erreichen sie dort Erfolge. Das ist ein Zusammenspiel. Das ist nicht so, dass die armen Ossis oder die Leute in Russland irgendetwas wie Putin irgendwas Autoritäres brauchen, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Das ist Quatsch. Es funktioniert im Populismus, funktioniert grundsätzlich, das ist meine feste Überzeugung, anderes herum. Der Populist nimmt seine politischen Inhalte nicht aus dem Volk. Im Gegenteil, die populistischen Inhalte werden ins Volk gegeben, weil es gibt ja diese Volksmeinung, diese einheitliche Volksmeinung nicht. Man kann auch vielleicht ein bisschen mehr darüber reden. Es gibt ja auch eine interessante Populismustheorie, die aus dem linken Populismus kommt. Ich nenne nun den Namen Ernesto Laclau, der so eine strukturalistisch angehauchte Populismustheorie entwickelt hatte. Und er hat gesagt, dass die Linke ihre Inhalte ins Volk tragen sollte, aber anders verpackt. Und zwar als etwas, was er als einen leeren Signifikant bezeichnet hat. Leer, weil es beliebig ist, weil es egal ist, was man dem Volk sagt. Hauptsache, sie sind dann für uns.
Und das kann ein Konzept sein oder sogar eine Führerfigur, sagt er, um den Plebs, auch Zitat, für sich zu gewinnen. Das ist Populismus in reiner Form, funktioniert so am linken, am rechten Rand. Und die Leute natürlich sind dafür in einigen Gesellschaften anfälliger als in den anderen. In den Großstädten vielleicht ein bisschen weniger als auf dem Lande, im Osten mehr als im Westen, in Deutschland vielleicht sogar ein bisschen weniger als in Italien und so weiter und so fort. Aber sehr wichtig ist, finde ich, immer dieses Zusammenspiel zwischen den Populisten und ihren willigen Untertanen im Auge zu behalten und nicht zu denken, dass es irgendwie so schlechte Menschen gibt, autoritäre Persönlichkeit, wie Adorno sie beschrieben hat, die einen autoritären Führer brauchen. Das ist viel zu einfach. Okay, jetzt, Liane, haben wir einen anderen, sozusagen den bösen Schuldigen gefunden. Das sind die Populisten, die sozusagen die Ideen hineintragen in das unters Volk, ja, und auf diese Art und Weise sozusagen das Volk verseuchen. So, das ist etwas verkürzt, aber ist es nicht das Gleiche wie umgekehrt, wenn über Eliten gesprochen wird, die sozusagen das Volk manipulieren? Auch hier haben wir eine ähnliche Konstruktion. Wir haben also Populisten, ja, die dann sozusagen die Ideen da hineinschleusen. Sie haben ja zuletzt ganz spannend alle Tweets von Herrn President-elect Trump in den letzten Monaten analysiert. Also ich habe da nicht so viele originelle Ideen gesehen. Das ist eher für mich, aus meiner Sicht, ist es eher Nachplappern. Also nicht verführen, ja, sondern Nachplappern dessen, was die schon vorfinden. Und ich glaube, Chemtrails kommen ja wirklich, ist ja wirklich ein Folklore. Ja? Also das ist ja nicht von oben her runtergegeben, sondern das kommt von unten. Wie ist denn dieses Verhältnis zwischen den Akteuren, sozusagen politischen Akteuren und den Rezipienten unten? Also ich würde mich dieser Verführungsthese anschließen, dass es von oben, sprich von diesen rechten Denkmilieus, gezielt in das Volk hineingegeben wird. Warum und was ist der Unterschied jetzt zu der Politik, die jetzt die etablierten Parteien anbieten? Also zunächst mal bietet jede etablierte Partei ihr Angebot an und verkauft es aber nicht als die allein selig machende Wahrheit. Die Grüne Partei übrigens auch nicht. Ich habe hier im Sommer mal einen Vortrag gehört von Herrn Trittin, der auch sagte, also das ist nie so, die Grüne Partei hat nie von sich gedacht, dass sie jetzt im Besitz der alleinigen Wahrheit ist. Das ist schon mal das Erste. Nein, man sagt, man findet es richtig, aber man verachtet ja jetzt nicht sozusagen alle anderen und fängt an, die zu beschimpfen. Aber es ist viel fundamentaler. Also erstens ist es nicht reine Verführung, weil die Leute, die diese Medien auch herausgeben, das Leute wie Götz Kubitschek und Björn Höcke, die glauben das wirklich. Also die sind von dem, was sie sagen, zutiefst überzeugt. Warum verfängt das so? Es verfängt deshalb so, weil es eine sehr einfache Erzählung ist, die man beobachten kann schon im Grunde seit ein paar Jahren, wie sie sich festsetzt. Die große Erzählung lautet, dass, also was immer wieder passiert, unsere ja repräsentative liberale Demokratie wird mit einer Diktatur gleichgesetzt. Und das sehen Sie in der Sprache. Der Bundestag wird als Volkskammer bezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung ist die Prantl-Pravda. Die Parteien im Bundestag sind die Blockparteien. Das ist auch was die AfD ständig sagt, Blockparteien. Jetzt hat sich mittlerweile, das ist also so klassisch sozialistisches Vokabular, die EU ist die EU der SSR. Seit neuestem ist jetzt... Das ist so unterhaltsam. Zweiter Text, den ich je geschrieben habe, hieß grotesker Diktatursprech, weil mir diese Sprache auffiel. Ja, es ist unterhaltsam, aber es liest man jeden Tag da in diesen Medien. Und mittlerweile ist im NS-Sprech dazu gekommen, also Heiko Maas ist der Reichspropagandaminister. Der wird gehasst, weil er eben gegen Hate Speech vorgeht, deswegen ist er der große Zensor. Und da oben sitzt dann die Kanzlerdiktatorin Angela Merkel und thront über allem. Björn Höcke und Gauland nennen sie konsequent die Kanzlerdiktatorin. Und die große Erzählung lautet, da oben ist die Kanzlerdiktatorin, die im Verbund mit allen anderen Volksverrätern das Land mit Fremden flutet und dadurch den Volkstod herbeiführt.
Und es ist leider wirklich verbreitet, also diesen Begriff Ethnosuizid, Selbstabschaffung des deutschen Volkes, ist eine Narration, die Sarrazin in die Debatte eingebracht hat. Das deutsche Volk schafft sich ab, jetzt mittlerweile sind bei der Umvolkung der große Austausch und das verfängt. Gleichzeitig wird den Leuten erzählt, es ist alles so dekadent geworden. Putin hingegen hält die Familien hoch, schützt das Volk vor Abtreibung, verbietet homosexuellen Propaganda. Da ist alles noch schön und einfach, wie es mal war, das verfängt. Und es wird noch schlimmer, weil eben suggeriert wird, dass wir in einer Quasi-Diktatur leben, wird das Volk zum Widerstand aufgerufen. Deswegen schreien diese Leute bei Pegida Widerstand, Widerstand. Und Götz Kubitschek hat im letzten Herbst eine achteilige Artikelserie geschrieben auf der Sezession, so heißt sein Blog, Widerstandsschritte, da wurden zum Beispiel Busblockaden empfohlen. Halbes Jahr später ist das passiert in Klausnitz. Da wird auch empfohlen, dass man Strom- und Heizungsleitungen kappt zu Flüchtlingsheimen, um das Volk vor den Illegalen zu schützen. Und das ist eben diese Erzählung, die verfängt. Die Leute glauben das und daraus hat sich jetzt eben dieses Anti-Eliten-Bashing entwickelt und gleichzeitig wird eben Putin als sozusagen der Bewahrer. Also das kann man jetzt sagen, das ist alles ganz furchtbar und schrecklich. Es hat natürlich Gründe. Und da gibt es unterschiedliche Erklärungsmodelle. Linke sehen das ein bisschen anders, als ich das jetzt vielleicht tue. Aber man muss ganz kurz noch muss sagen, es gab einige Erschütterungen. Es gab die Bankenkrise, es gab die Finanzkrise, es gab die Eurokrise. Die Leute hatten Angst um ihr Sparbuch. Viele Leute gerade im ländlichen Raum verstehen auch diesen rasanten technischen Fortschritt nicht, verstehen vielleicht die Globalisierung nicht. Und das wird vielleicht auch von Seiten der Politik zu wenig erklärt und dadurch entstehen diese Unsicherheiten und das macht die Leute eben so verführbar, sich dann diesen vermeintlichen Rettern des Abendlandes irgendwie auszuliefern. Genau, da wollte ich hin, sozusagen, um zu fragen, sind diese Eliten, diese Diktaturkanzlerinnen und so weiter, haben sie nicht selber ein bisschen dazu beigetragen? Gibt es nicht sozusagen die eigene Verantwortung dafür, dass solche Bilder entstehen? Sind bestimmte Entscheidungen vielleicht so getroffen, dass die Leute nicht verstehen, wieso und warum und nicht erklärt vor allem? Ist vor allem nicht erklärt. Also ich glaube, dieses Mantra der Alternativlosigkeit, das ist natürlich fatal, weil das wirklich den Leuten das Gefühl gibt, angeblich gibt es keine Alternative. Und das hat Merkel gemacht in der zunächst mal in der ganzen Euro-Debatte, die war alternativlos. Und in der Flüchtlingskrise ist es wiederholt worden. Auch da wurde kaum etwas erklärt. Das EU-Bashing und diese Aufwiegelei gegen die wird ja dann auch als das Bürokratiemonster aus Brüssel oder wie ich sagte, EU der SSR bezeichnet. Da ist natürlich auch sehr wenig erklärt worden im Zuge der Euro-Krise. Fragen Sie mal Leute, was macht die Kommission, was macht der Europäische Rat, was macht das Parlament, wie spielt das zusammen? Das versteht keiner, das wird zu wenig auch vermittelt. Dann ist natürlich fatal diese ständigen großen Koalitionen im Bund wie in den Ländern. Es finden dadurch weniger Debatten im Parlament auch statt. Diese Vorstellung, dass sich die Parteien immer ähnlicher werden, wird dadurch natürlich auch begünstigt. Also klar, die etablierte Politik hat es auch ein bisschen mit zu verantworten. Aber, auch wenn sie alles anders machen würde und noch besser, es würde nicht reichen, weil eben jeden Tag in diesen ganzen rechten Medien, jeden Tag die große Erzählung von der Kanzlerdiktatorin trotzdem weiter gestreut wird. Und wenn die Leute wirklich mal so in dieses Denken so abgerutscht sind, dann ist es auch sehr schwierig, die noch zu erreichen. Im Moment geht es eigentlich eher darum, dass man die wieder einfängt, die wackeln und auf der Kippe stehen. Was machen wir jetzt damit? Gute Frage. Ich wollte noch mal schnell eigentlich Lerne Bednar zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass wenn es gibt ja im Westen so viele Populismen und dabei so viele unterschiedliche Regierungen, die dann als böse Elite, Unterdrücker und Diktatur verschrien werden. Natürlich dieser Spruch von Angela Merkel, dies und das wäre alternativlos, ist fatal, das ist nicht richtig demokratisch. Aber mehr Kommunikation hätte, glaube ich, nichts geändert. Wir haben bestimmt ein großes Problem jetzt in unserer institutionellen Demokratie grundsätzlich. Da sollte sich etwas verändern.
ändern. Und die Bürger sind auch gefragt, eine Veränderung zu initiieren, zu vorzuschlagen, zu diskutieren oder zumindest in einer demokratischen Form die Mängel zu formulieren. Eine demokratische Form wäre nicht zu sagen, dass wir statt unserer repräsentativen Demokratie eine autoritäre Herrschaft brauchen. Es wäre nicht zu sagen, Putin nach Berlin, Merkel nach Sibirien. Das ist eine undemokratische Diskussion. Aber wir sollten in einer demokratischen Art und Weise über die Demokratie, über die Referenden und dies und das. Was stimmt? Genau, das wollte ich. Was Sie haben gesagt, etwas stimmt nicht an unserem Modell. Was konkret stimmt? Ich weiß es nicht. Ich bin Autor und kein Politiker. Politiker sind gefragt. Sie sollten das Problem erkennen. Ich habe als Autor dieses Problem erkannt und beschrieben, diagnostiziert meinetwegen, und ich habe noch kein Rezept, ich habe keine eindeutige Lösung. Aber ich kann vielleicht sagen, worum es bei diesem Problem geht. Es geht um den alten Kampf zwischen einer offenen und geschlossenen Gesellschaft. Jede offene Gesellschaft, und ich bin ein großer Freund von Karl Popper und seiner Theorie der offenen Gesellschaft, lebt in einer rudimentären Form die alte geschlossene Gesellschaft immer noch weiter. Und eine offene Gesellschaft befindet sich in einem ständigen Aushandeln, was wir in einer neuen politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Situation auf einer neuen Stufe, wie wir unsere Probleme lösen, wie wir uns als Gesellschaft definieren. Und bei jeder Veränderung, bei jedem Shift kommen wieder die alten Modelle hoch. Sind Pegida-Demonstrationen nicht ein Aushandeln? Nein, das ist nicht Aushandeln. Das ist genau, absolut kontraproduktiv, weil das die ganze System, die wir als Demokratie bezeichnen, in Frage stellt. Das heißt, sie wollen nichts verbessern, sie wollen, wie die Bolschewiken vor 100 Jahren, alles platt machen und ihr konservatives Idyll, die in meinen Augen eine Dystopie ist, aufbauen, einfach eine autoritäre Herrschaft. Und wie das funktioniert, das können wir ja sehr gut sehen. Also wenn ich sage, schauen Sie bitte nach Russland, da kann man mir antworten, ach Russland, Russland hatte noch nie eine richtige Demokratie, und die Institutionen, die demokratischen Institutionen, die Putin ja zerstört hat, die waren ja so jung, so fragil. Okay, schauen wir nach Polen, schauen wir nach Ungarn. Die hätten viel längere demokratische Traditionen, die Institutionen waren viel fester. Und was passiert dort? Ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr, im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten passiert. Das ist eine wirklich gefestigte Demokratie. Das ist wirklich eine sehr große Frage, was in den nächsten Monaten schon mit der amerikanischen Presse passieren wird. Das würde ich als erstes beobachten. Und dann mit der Judikative. Das sind die beiden Punktinstitutionen, wo die Populisten meistens als erstes ansetzen und wo sie glauben, dass sie am schnellsten Erfolg erreichen. Habe ich geantwortet? Nein, aber es war. aber Sie haben offen gesagt, Sie wollen kein Rezept geben, Sie stellen nur eine Diagnose. Aber vielleicht, Leane, haben Sie denn ein Rezept? Was sollen wir dann machen? Oder was wurde schon mal ausprobiert? Ja, vielleicht erfolgreiche Formen des Entgegenwirkens. Ja? Was würden Sie sagen aus Ihrer Beobachtung, aus Ihren Beobachtungen, aus Ihrer Erfahrung? Also ich glaube, es muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Man hat das jetzt gerade in Österreich gesehen, wie etwas sehr gut funktionieren kann. Man erinnere sich, der Wahlausgang beim ersten Wahlgang zwischen Hofer und Van der Bellen war denkbar knapp. Und danach hat die österreichische Presse bei Hofer sehr genau hingesehen, insbesondere der Wiener Falter.
und hat Hofer rhetorisch auseinandergenommen in Form von Videos, auch einem sehr langen Artikel. Diese ganzen rhetorischen Tricks auch, die nennen das witzigerweise in Österreich untergriffig, wir glaube ich würden sagen übergriffig, aber wie er immer so dann auch versucht hat, wie Hofer versucht hat, Van der Bellen aus der Fassung zu bringen. Zum Beispiel, wenn Van der Bellen was sagte, dann sagte Hofer, seien Sie nicht so aggressiv. Ne? Und dann war sofort, war auf einer emotionalen Ebene und das Argument von Van der Bellen war weg. Das hat sehr gut funktioniert und man hat das jetzt gesehen, dass bei der Stichwahl deutlich mehr Leute mobilisiert wurden, auch dann für Van der Bellen zu stimmen. Die FPÖ war entsetzt, war sich sicher, dass sie gewinnen würde. Also da Presse kann durch Aufklärung, nicht durch Moralisieren so sehr, sondern einfach so ein bisschen Faktencheck und diese Mechanismen offenlegen. Dann ist ehrlich gesagt jeder Einzelne gefragt. Ich erhöhe das auch sogar aus dem linksliberalen Milieu oft bei Vorträgen, dass also immer mehr Menschen auch in ihrem persönlichen Umfeld plötzlich Leute haben, die so anfangen zu sprechen von Überfremdung und Altparteien und so sukzessive dieses Denken adaptieren, gegenhalten. Sich selber informieren, wie sind die Zahlen auch mit Statistiken kennen, wenn von Überfremdung die Rede ist oder wenn wieder erzählt wird, angeblich sind die Ausländer alle so wahnsinnig kriminell. Dass man wirklich auch Argumente liefern kann, das ist wichtig. Auch im Internet wieder so ein bisschen die Kommentarspalten zurückerobern unter Texten, damit eben nicht nur diese Wutbürger posten. Dann, was manche Redaktionen auch machen, auch Humor, ein unglaublich scharfes Schwert. Man merkt zum Beispiel in diesen AfD-nahen Kreisen ist die Heute-Show ganz unbeliebt, weil sie sie immer so lustig durch den Kakao zieht. Oder die Zeitung Die Welt macht das auch online. Sehr lustig, da die haben also eigene Social-Media-Redakteure, die dann auch eingreifen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, das habe ich mal gesehen, es ist ja so, dass diese Wutbürger dann diese Kaskaden auch von Ausrufezeichen und Großbuchstaben und dann schrieb das Social-Media-Team der Welt in einem Fall so, ach, na, war wieder Happy Hour für Ausrufezeichen und so. Und also, dass man auch so ein bisschen, das hilft einem auch selbst, wenn man so ein bisschen auch sich drüber amüsiert. Da muss die Politik, glaube ich, die Parteien müssen wieder ihr eigenes Profil stärker herausbilden. Das hat die CDU jetzt gerade, macht das gerade mit ihrem Leitantrag. Ich glaube, die SPD. Finden Sie es gut, ja? Ja, finde ich gut. Auch mit der doppelten Staatsbürger? Das also finde ich, nee, das find ich nicht gut, aber steht auch nicht im Leitantrag. Das ist ja auch, das ist jetzt durch, Herr Spahn hat das mit durchgesetzt. Aber sozusagen aber diese CSU-Lisierung der CDU, also das ist genau das, was Sie finden gut. Das macht sie eigentlich nicht. Also ich finde diese striktere Abschiebepraxis, das war eigentlich auch früher CDU-Politik. Beim Doppelpass, das sehe ich auch kritisch, aber es hat ja die Parteispitze abgeschmettert. Das kommt ja nicht. Die Eliten. Und auch, ich glaube, die SPD muss die Arbeitermilieus stärker wieder ansprechen. Das ist in NRW sehr, da sieht man das. Also es gibt ja diesen prominenten AfDler jetzt, Herr Reil, der Steiger aus Essen, der jetzt in den Talkshows so präsent ist. Also mit anderen Worten, es gibt jetzt nicht die eine Möglichkeit, dieses Denken zurückzudenken. Man muss es auf verschiedenen Ebenen versuchen. Es wird auch ehrlich gesagt nicht so leicht. Ich glaube, das wird uns ein paar Jahre jetzt beschäftigen. Und das hatten wir noch nicht angesprochen, das würde ich aber gerne noch ergänzen. Man muss wirklich, es ist ja von postfaktisch die Rede. Und das Problem ist, es gibt eben gerade so, was man ja auch kennt von diesen Trollen, dieser Trollfabrik auch in St. Petersburg, diese ganz gezielten Desinformationsstrategien, die durch Widersprüchlichkeiten, Putin versucht ja so die Idee von Wahrheit zu vertrümmern, da werden dann 5 verschiedene Theorien über dieses abgeschossene malaysische Flugzeug behauptet, dann glaubt es am Ende keiner mehr. Und das große Problem, was ich im Moment sehe, und das ist der Unterschied zu den 30ern, dass die USA und Großbritannien jetzt so ein bisschen wegbrechen. Und gerade wenn man sich diese Trump-Tweets anschaut, das ist natürlich pure Verwirrung. Herr Trump hat beispielsweise wirklich out of the blue behauptet, also er war so ein bisschen, konnte man diesen Tweet sehen, er war ein bisschen gekränkt, dass er das Popular Vote, also die Gesamtzahl der Stimmen, dass er da deutlich hinter Clinton zurückliegt, auch wenn das völlig irrelevant ist, weil sie ja dieses Wahlmännersystem haben. Aber das ärgert ihn. Es ärgert ihn auch, dass die Medien das thematisieren. Also behauptete er einfach, nein, also er habe auch die größte Stimmenzahl als solche, wenn man die 2 bis 3 illegalen Stimmen für Hillary abzieht. Ohne jeden Beleg. Daraufhin haben die Journalisten widersprochen. Allen voran die CNN. Und was macht Trump sagt? Beweisen Sie mir doch das Gegenteil.
Oder er hat an einem Abend hat er sich dann wahnsinnig aufgeregt über angeblich professionelle Demonstranten gegen ihn in New York, die aufgestachelt würden durch die Medien am nächsten Morgen. Super, die Leute demonstrieren und das ist gut, Vielfalt und wir stehen alle zusammen. So, und es ist verwirrend. Und es kommen immer irgendwelche erratischen Tweets und so weiter. Also das ist, darin sehe ich im Moment wirklich auch eine große Gefahr, dass die Leute schlichtweg irgendwie nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch glauben sollen. Und so, und genau das last but not least, es gab jetzt eine amerikanische Sendung, da wurde das erklärt. Bisher war eigentlich so, dass wenn Leute manipulierten, dann haben sie sich selektiv Informationen, die für sich genommen stimmen, rausgepickt und die irgendwie aufgebauscht. Das Neue an diesem Postfaktischen ist, dass gar nichts mehr stimmt. Eben wie diese Behauptung, einfach so, das gab millionenfachen Wahlbetrug durch nichts belegt. Dazu und dann öffnen wir für die Fragen. Genau, ich wollte noch mal zur Frage, was tun, da sagen. Und zwar, ja, die Lügen zu widerlegen, das hat in Österreich funktioniert, in Amerika war das kontraproduktiv. Je öfter man gesagt hat, Donald Trump lügt, Pence on Fire und so weiter, da gab es so wunderschöne Blogs und ganzen Zeitungsseiten voll mit Widerlegungen, das hat ihm nur Stimmen gebracht. Also man sollte vielleicht statt die zu kritisieren und zu sagen, du lügst da und du lügst eigentlich immer, vielleicht versuchen, und vielleicht da bin ich sehr konservativ, einfach auf dem eigenen zu bestehen, auf dem eigenen politischen Angebot. Uns geht es um die Demokratie, uns geht es um Freiheit, und ich habe oft das Gefühl, dass man sich fast heutzutage schämt, wenn man sich für das politische Projekt des Westens im Sinne von der Aufklärung stark macht. Und dieses Gefühl, diese Scham, kenne ich von früher. Ich wollte noch mal kurz auf mein anderes Buch, auf meinen Roman hinweisen. Und zwar, da habe ich vor 25 Jahren während der Wende die Bürgerrechtler, die damals auch von ihren Kindern und vielen Bekannten als komische Freaks gesehen worden. Was sind das für Leute, die immer wieder über die Freiheit reden, über die Demokratie, die die Vereinigten Staaten fast vergöttern? Wir wissen jetzt, dass in Amerika auch viele schlimme Sachen passieren. Das wusste man in der Sowjetunion natürlich auch. Und nur das. Und diese komischen Idealisten. Und ich habe da junge Figuren, die genau das denken über ihre Eltern. Und dann sind diese Eltern dieses Monster, dieses sowjetische System zum Fall gebracht. Das war nämlich nicht Ronald Reagan und das war nicht das Wettrüsten allein. Das war die Tatsache, dass die große Lüge, auf der dieses System basierte, besiegt wurde. Und sobald die sowjetische Lüge mit Gorbatschow weg war, war das System nicht mehr zu retten. Und diese Lüge haben diese komischen Fanatiker der Freiheit besiegt. Die Bürgerrechtler und die Dissidenten. Und worauf ich hinaus will, vielleicht sollte man sich, auch wir heutzutage, uns nicht schämen, einfach nicht gegen diese komischen AfDler und diesen lustigen Trump unsere Witze zu machen, sondern das sagen, woran wir glauben, was wir anbeten. Ja? Und sich nicht schämen für das Projekt. Demokratische Freaks zu sein. Sozusagen. Ja. Also diese Scham, die ich sehr gut kenne. Ich habe mich, also ich mache ein persönliches Geständnis. Meine Eltern waren ja auch also in diesen dissidentischen Kreisen halbwegs aktiv. Und ich fand sie unerträglich irgendwie von gestern, so vormodern. Und ich dachte, ich bin so cool und ich weiß alles. Ich weiß, was die Amerikaner tun und was die in Kreml tun. Alles ist scheiße, alles ist schlimm. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin ein besserer Mensch der Zukunft. Und das war Quatsch. Wow, okay, super. Vielen Dank, Boris Schumatzky. Ja, und jetzt sind Sie dran. Jetzt kommt gleich
die erste Frage. Bitte immer das Mikro benutzen und wenn es geht, nicht zu lange Ausführungen, ja, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber sicherlich viel Gesprächsbedarf. Ganz kurz noch vorab eine ganz kurze Anmerkung zu Frau Bettnartz. Sie haben angesprochen, Donald Trump, der quasi out of the blue davon gesprochen habe, dass er das Popular Vote gewonnen habe. So ganz out of the blue war es wohl nicht. Er hat es ganz konkret aus einer ganz bestimmten Quelle, wie bestimmte Recherchen wohl ergeben haben, nämlich von diesem Internetportal Infowars. Ja, also Leuten, die sich ein bisschen mit Verschwörungstheorien und dergleichen auskennen, denen ist das sicherlich ein Begriff. Und also das zeigt, dass da eben bei Trump, der so als Person sicherlich ganz erratisch und ganz, ja fast schon manisch-depressiv erscheint da mit seinen Tweets hier und Tweets da oder ADHS oder wie auch immer geprägt ist, da sind Fäden da. Ja? Einerseits bekannt sind Breitbart, Alt-Right und so weiter, andererseits eben halt auch solche Szenen, ja, Szenen wie diejenigen, die sich um Infowars und diese ganzen 9-11er und Birther und Truther und wie sie alle heißen da schon seit Jahren ja im Grunde aufgebaut haben. Und damit fließender Übergang zu dem Thema Top-Down, was da vorher angesprochen wurde, geht das sozusagen, sind da so ein paar Spinner, die jetzt so wie Puppenspieler so an Fäden ziehen und die Masse läuft da so hinterher, oder ist es eher umgekehrt, dass die nur gucken, was macht die Masse und dementsprechend so ihre Äußerungen da formulieren? Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, man kann das ja auch nicht so alles über einen Kamm scheren oder alles so nach einer Maxime ausrichten. Bei Trump trifft es sicherlich zu, dass der einfach auch guckt, was ist auf dem Markt da, ja, sozusagen, was kann ich ausnutzen. Ne? Bei anderen ist es eher so, das kommt auch von unten. So, und jetzt endlich zu der Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Schauen wir doch mal auf ein anderes Beispiel, auf ein anderes Land, Italien. Was ist mit Cinque Stelle? Ja, also diesem Beppe Grillo da. Da geht es, also Begriffe wie links und rechts kann man da ja vergessen. Und gerade in Italien, selbst wenn man berücksichtigt, dass wir in Deutschland da so ein bisschen romantisches Bild drüber haben, aber ist das nicht vielleicht schon so eine Art rebellisches Motiv auch mit dabei? Bei dieser Art von, ja, wie soll man sagen, antidemokratischer Bewegung, populistischer Bewegung? Rebellisches Motiv? Ich wollte ganz kurz noch was zu Ihrem ersten Punkt sagen. Ich meinte mit Out of the Blue, klar, das wird natürlich in diesen Kreisen schon länger kolportiert. Ich finde es eben nur, dass so ein President-elect sowas macht, das finde ich schon irgendwie relativ out of the blue. Ansonsten haben Sie natürlich völlig recht. Ja, das ist so eine neue Lust, am rebellisch zu sein, sei es links oder sei es rechts. Amin Asseh, Soziologe, der sich sehr intensiv von der LMU mit diesen Szenen auch beschäftigt, sagt das auch so. Es ist die Lust jetzt am Rebellentum. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen klassisch konservativ und diesem konservativ-revolutionären Denken. Da entdecken jetzt lauter Leute den Carl Schmitt in sich, der gesagt hat, souverän ist, wer bei den Ausnahmezustand herrscht, und haben so ein bisschen ja auch so wieder dieses Untergangstremolo. Und das Verblüffende ist, dass das eben auch vor gewissen Intellektuellen nicht Halt macht. Ich erinnere an dieses große Cicero-Interview von Peter Sloterdijk im Februar, in dem er vom Lügenäther sprach. Das wurde auch von den Interviewen, bei den Interviewen mit dem Chefredakteur, dem Kulturredakteur, nicht kritisch hinterfragt. Rüdiger Safranski, neuerdings auch jemand, der die AfD verteidigt. Dann prominentes, tragisches Beispiel in gewisser Weise, Matthias Matussek, der sich immer weiter in diesem Denken verrennt und jetzt neuerdings auf seiner Facebook-Seite sogar sehr positiv über die identitäre Bewegung schreibt. Also da ist so ein bisschen auch teilweise so eine Art ja, Altersrebellentum, und oftmals sind das Leute, die aber auch in ihrer Jugend schon einen gewissen Hang auch hatten, rebellisch zu sein. Safranski war Maoist, Matussek auch, und jetzt im Alter kehrt sich das gen rechts um. Und das ist das eigentlich Bedenkliche, weil das natürlich im Grunde ja auch gerade jemand wie Safranski sind Geistesgrößen aus Sloterdijk, und davon lassen sich die Leute dann auch verführen. Aber es ist so ein revolutionärer Gestus, und übrigens, diese neurechte Szene spricht auch schon länger von den Zurüstungen zum Bürgerkrieg. Björn Höcke redet immer davon, die AfD sei die letzte evolutionäre Chance, wenn man das zu Ende denkt, dass danach kommt dann die Revolution.
Und das ist ja genau das, was auch damals die, die konservativen Revolutionäre wollten. Insofern berechtigte Frage. Gut, zurück ins Publikum. Bitte, Sie hatten eine Frage. Ganz im Sinne der Gender Mainstreaming, vielleicht Damen auch, ne? Bei der Böll-Stiftung ein bisschen. Naja, wir gendern jetzt nicht, aber ich wollte nur bestärken. Jos Niggemeier, mein Name. Ich würde gerne einen Punkt anknüpfen, der ganz am Anfang genannt wurde. Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie der neue Untertan letztendlich, ja, welche Persönlichkeit er hat, was man ihm zuschreiben kann. Und würde das gerne verknüpfen mit einem Begriff, der gerade sehr, oder der politisch gerade sehr viel ausgehandelt wird. Es geht nämlich um die Leitkultur. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, der neue Untertan ist überfordert von der politischen Komplexität. Er versteht die Zusammenhänge nicht mehr und ist anfänglich für einfache Lösungen. Eine Strategie wäre da zum Beispiel eine Versachlichung der Debatte, ein Heranreichen von Informationen, ein Versuch, das Ganze irgendwie, ja, einen Faktencheck zu unterziehen. Auch am Eingang liegen zum Beispiel auch diese Factsheets aus. Das ist ein Versuch, das zum Beispiel zu machen. Der Begriff der Leitkultur oder eben gerade diese Debatte gibt mir ein anderes Gefühl. Und zwar nicht die, dass es allein darum geht, dass Menschen inhaltlich oder politisch überfordert sind, sondern zum Teil auch einfach persönlich auf einer persönlich-emotionalen Ebene. Dass es eben fast erdrückend ist, quasi diese Freiheit, selbst alles machen zu können, selbst seinen Lebensentwurf ausleben zu können, eben in einer liberalen Gesellschaft. Und dass deswegen eben dieser Ruf nach einer Leitkultur kommt, quasi einer Handreichung, wie man denn zu leben hat in Deutschland. Und ich stelle mir da die Frage, wo kommt erstmal, oder sehen Sie auch erstmal diese persönlich-subjektive Machtlosigkeit? Und wenn ja, wo kommt die her und was kann man dagegen machen? Ja, das ist genau das, was ich mit den Rudimenten der geschlossenen Gesellschaft in einer offenen Gesellschaft meinte. Eine offene Gesellschaft, wie Karl Popper sie beschrieben hat, ist eine oft sehr kalte, unbefriedigende Angelegenheit. Er hat damals gesagt, in seiner Vorstellung der 40er Jahre, bald würden die Menschen miteinander gar nicht mehr reden, persönlich nicht mehr reden, nur telefonieren und Telegramme schicken. Und in so einer Situation, in so einer Welt, würde man die menschliche Wärme vermissen. Und aus diesem Bedürfnis leitete er eben diesen Drang zur Rückkehr in eine Clan-Gesellschaft oder in eine andere Form der geschlossenen Gesellschaft. Und die Leitkultur ist ein politischer Begriff, das wird gerade diskutiert. Die Leitkultur hat mit dieser alltäglichen Nähe, die man vor 50 Jahren noch vielleicht irgendwo in einem Dorf viel intensiver erlebt hat als heutzutage, wo alles sich auch in diesem Dorf ändert. Da kommen irgendwelche Leute aus der Stadt und kaufen sich alte Bauernhöfe und arbeiten selber bei einem Sender in München. Und zwei Häuser weiter wird ein Flüchtlingsheim gebaut und so weiter und so fort. Klar, das ist ein Problem für die Leute. Ich kenne auch persönlich sehr viele, die damit nicht zurechtkommen. Und ja, dann versuchen sie, eine Art, so ein kleines nationales Idyll für sich zu schaffen. Und aus diesem Idyll werden die ganzen Fremden und die ganzen Städter, die beim Fernsehen arbeiten, auch verjagt. Aber in Ihrem Buch, nur eine kurze Nachfrage, in Ihrem Buch schreiben Sie ja von zwei Juristen, ja, Kollegen von uns beiden. Das sind doch keine Bauern, die irgendwo auf dem Dorf leben und diese Nähe vermissen. Das sind erfolgreiche Juristen, die aber dann reproduzieren diese, sagen wir, rechtspopulistische, nenne ich mal, Klischees. Was ist da? Was läuft da für einen Film im Kopf? Ja, das ist so ähnlich wie bei den Star-Philosophen, die vielleicht sehr gute Philosophen sind. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin selber kein Philosoph. Aber wenn sie versuchen, über die Gesellschaft zu reden, dann wählen sie sehr einfache, fast primitive Modelle. Und sie geben sich mit einer Vorstellung von der Gesellschaft zufrieden, die zwar emotional sehr wirksam ist, also diese ganzen Metapher bei Sloterdijk und so weiter, mit der Flutung auch. Ich will sagen, dass jemand, der ein guter Historiker ist und in seinem Fach sich sehr gut auskennt und plötzlich viele Interviews
gegen die Flüchtlinge gibt in der deutschsprachigen Presse, der kann trotzdem ein guter Historiker sein, aber ein schlechter Soziologe. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Soziologie eine sehr wichtige Wissenschaftsdisziplin ist. Wir brauchen eine adäquate Beschreibung unserer Gesellschaft. Und dann würden die Juristen nicht zur AfD gehen und dann würden die Philosophen nicht denken, dass wenn wir uns alle verstehen, uns alle einig sind und dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Kultur, dieselbe Herkunft haben, dieselbe ethnische Zugehörigkeit, dann wird eine ähnliche Gesellschaft gut funktionieren. Nein, die Gesellschaft funktioniert anders und wir müssen uns erzählen lassen, wie. Der Herr, da bitte. Ja. Hans Jessen, 35 Jahre zwangsfinanzierte Lügenpresse und gelernter Soziologe, deswegen passt das ganz gut. Ich habe mich deswegen gemeldet. Es gibt einen soziologischen Grundbegriff, der wurde vor über 120 Jahren entwickelt und ist heute aktueller denn je. Der heißt Anomie. Emil Durkheim hat den entwickelt. Und dieser Begriff sagt, es gibt gesellschaftliche Verhältnisse, in denen alte Regeln nicht mehr gelten und neue, die für alle gelten, noch nicht gefunden sind. Und diesen Zustand hat Durkheim untersucht Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar im Zusammenhang der Selbstmordforschung. Er hat festgestellt, dass diese Form von Regellosigkeit Menschen so weit überfordert, dass sie verstärkt in den Selbstmord gehen. Und übrigens nicht nur, wenn die Verhältnisse sich zum Negativen verändern, sondern auch, wenn es explosionsartige Entwicklungen nach oben gibt. Auch das überfordert Menschen. Und ich denke, das, was wir erleben im Moment, dort, wo Populismus so attraktiv ist, man muss sich ja fragen, warum ist er so attraktiv? Das sind ja nicht die geschickten Verführer, sondern offensichtlich ist bei einer zunehmenden Zahl von Bürgern ein Bedürfnis nach etwas da, was diese Populisten und ihre Organisation in ihren Angeboten erfüllen. Ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob wir es nicht gerade in den Wohlstandsgesellschaften, in denen der Populismus am meisten verbreitet ist und in den Gesellschaften, die sich auf dem Weg zum Wohlstand fühlten. Ob Populismus nicht etwas damit zu tun hat, dass denen diese Sicherheitshoffnung und Erwartung, die sie hatten, abhanden gekommen ist. Es gab die Lebenserfahrung der amerikanischen Stahlarbeiter. Es gab die Hoffnungen in den osteuropäischen postkommunistischen Ländern, dass in der EU es ihnen bald besser gehen würde. Deswegen haben sie die Umbrüche in Kauf genommen. Und jetzt erleben sie, April, es geht ihnen nicht nur nicht so besser, wie sie es gerne gehabt hätten, sondern jetzt sollen sie auf einmal auch noch Lasten der Flüchtlingskrise und das Fremde auf sich nehmen. Das heißt, da sind Sicherheiten als gefühltes Sicherheitssystem. Nicht Sicherheit im militärischen oder polizeilichen Sinne, sondern Sicherheit als ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo meine Perspektive ist. Wenn das als Gefühlsbündel zusammenbricht, dann suchen Menschen offenbar nach Lösungen, die ihnen neue Sicherheit zumindest versprechen. Und das sind dann häufig retardierende Systeme. Und wenn das als Erklärungsansatz eine gewisse Plausibilität hat, dann lohnt es sich zu gucken, wo sind am stärksten die Sicherheit verleihenden Systeme zusammengebrochen, auch durch Globalisierung, auch durch Formen von digitaler Beschleunigung. Und was kann man dagegen setzen, was in anderer Form nicht retardierend, sondern in Akzeptanz der neuen Verhältnisse neue Sicherheit verschaffen kann? Darf ich Sie oder die Leute hier auf dem Podium fragen, also was ist zusammengebrochen in diesen Gegenden in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Leute besser wohnen jetzt, ne, wo es wirklich eine Steigerung des Wohlstandes war und wo sie trotzdem 26% AfD gewählt haben? Also diese Erklärungen, die greifen aus meiner Sicht in vielen Gegenden in der ehemaligen, ne, also in den neuen Bundesländern greifen zu kurz, denn da ist in Mecklenburg-Vorpommern
waren Gegenden, wo die Leute selber gesagt haben, uns geht es besser als vor kurzem und trotzdem haben sie AfD gewählt. Also geht es doch nicht darum. Ich finde das ein sehr interessanter Hinweis und ich wollte nur sagen, dass diese Sicherheiten, die man vermisst, sie müssen gar nicht materiell sein. Es muss auch keine Befürchtung sein, denke ich, dass man irgendwie sein ganzes gespartes Geld in 5 Jahren verliert oder seine Arbeit. Diese Sicherheit ist ein Gefühl und wir sollten darüber nachdenken, was da an Sicherheiten, an gefühlten Sicherheiten weggebrochen ist. Weil, das ist richtig, denn den Menschen geht es besser, aber sie fühlen sich schlechter. Warum? Das ist eine wichtige Frage. Warum? Genau, also ich finde Ihre These durchaus plausibel, denn die eine Sache ist, natürlich geht es Ihnen besser als vorher, aber es geht Ihnen nicht so gut wie vielen Menschen im Westen. Und der Mensch neigt immer dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist eine immense Abwanderung, auch von jungen Leuten. Es ist schwierig geworden, teilweise, es wird ja sogar jetzt geworben, glaube ich, teilweise sogar mit Prämien, damit man überhaupt wieder Landärzte findet, also Leute, die auch in diese einsamen Gegenden ziehen. Also das Gefühl ist mit Sicherheit sehr stark. Dann diese Punkte, die ich schon nannte, Eurokrise, Bankenkrise, da sind Gewissheiten weggebrochen. Und ich glaube auch, oder zumindest ist es eine These, die einige Leute, auch Psychologen, vertreten. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht ganz unplausibel. Also man muss natürlich sehen, man hat hier im Westen ganz andere gewachsene Familienstrukturen. Es gibt Familien, da haben die Großeltern ein Haus gebaut, das ist dann weiter vererbt worden, das wurde renoviert, oder jemand hat einen kleinen Betrieb, das ist dann durch die Generation weitergewandert. Aber so richtige Familienidentitäten, / Berufsidentitäten, das gibt es so in den neuen Bundesländern eigentlich relativ wenig. Und man hört sehr oft, dass dann im Grunde jüngere Leute die Ressentiments und auch der Elterngeneration wieder mit übernehmen und dass da so eine die Zukunft wird eher negativ betrachtet und das macht es diesen Populisten so einfach. Und dann sind eben auch auch Identitäten, das merkt man ja auch, dass eben viele ehemalige DDR-Bürger dann auch wütend werden und sagen, wir lassen sozusagen unsere eigene Geschichte nicht nehmen. Was mich sehr beeindruckt hat, haben Sie bestimmt auch von gehört, ist Didier Eribon, das ist ein Franzose, ein Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, Rückkehr nach Reims. Das wird sehr gehypt im Moment in den Feuilletons. Und es ist 2009 schon erschienen in Frankreich. Er kam aus ganz, ganz armen Verhältnissen in Reims, Arbeiterschicht, ganz klassisch kommunistische Partei, positive Identifikation, wir sind Kommunisten. So, dann hat sich die kommunistische Partei, so ähnlich wie die SPD hier, auch von diesen Milieus entfremdet, weil sie sich sehr akademisiert hat. Und diese Ex-Milieus wählen jetzt fast geschlossen Front National. Und anstatt eine positive Identität zu haben, haben sie jetzt Hass auf das Fremde und Angst, dass die Fremden ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, auch hier. Und so ganz unbegründet ist das auch nicht, Angst vor Lohndumping und so weiter. Also es ist eben ein Unterschied, ob man gewisse Dinge und Sorgen ernst nimmt und dann sagt, ab einem gewissen Punkt wird es irrational, dann ist Schluss. Aber wie immer muss man, glaube ich, auch diese ganze Problematik einfach sehr, sehr differenziert betrachten. Aber was würden Sie denn konkret jetzt als eine Reaktion auf, also in Frankreich, klar, da gibt es noch infrastrukturelle Probleme und strukturelle Probleme in der Wirtschaft, aber in Mecklenburg-Vorpommern, da wo ja sowieso schon sozusagen, sorry, dass ich auf diesem Beispiel, aber das ist für mich, da wo sowieso subventioniert wird zum Teil, ne, also umverteilt wird, wo die Leute dann auch sagen, uns geht es besser. Was würden Sie denn jetzt anders machen, als Entscheidungsträgerin zum Beispiel? Als Frau Merkel in Ihrem Wahlkreis? Ja, ja, also ich meine, also im Grunde müsste man da, man muss halt sehen, dass sich da auch gut, Industrie, das kann man ja schlecht einfach ansiedeln, aber dass man vielleicht auch, ich weiß nicht, dass man irgendwie Start-up-Förderung irgendwas macht oder das gut, vielleicht nicht, das passt jetzt vielleicht wirklich nicht da oben hin, aber dass man zumindest doch irgendwie sich überlegt, wie kann man dieses Land wirtschaftlich weiterentwickeln, was im Moment ja ziemlich am Tropf des Tourismus hängt. Und aber auch da schwierig, also Mecklenburg-Vorpommern hat schon seit der Wiedervereinigung fast auch sehr, sehr starke rechte Strukturen. Die NPD ist da klassisch stark. Also sowas aufzubrechen ist nicht leicht. Man vergesse nicht, die schönste Insel mit den meisten Touristen, nämlich Usedom, ist sozusagen jetzt AfD-Insel geworden.
Also es hat auch nicht nur ökonomische Gründe. Ich muss gestehen, ich kenne mich jetzt da in dem Bundesland zu wenig aus, um das valide beantworten zu können. Warten wir auch nicht. Die Dame da hinten. Ich finde, mein Vorredner hat schon ein wichtiges Thema angesprochen mit der Sicherheit. Das finde ich tatsächlich einen zentralen Punkt in diesem Gespräch, in dieser Debatte. Die Frage, warum man als Bürger so laut rausschreit und um sich schlägt, hat sicherlich damit zu tun. Und ich glaube auch, das ernst zu nehmen und nicht in so einem Nebensatz zu sagen, es gibt auch intelligente Menschen in der AfD oder auch bei Pegida. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, erinnere ich mich, dass es durchaus zweistellige Zahlen sind. Die meisten kommen bei den Pegida-Teilnehmern tatsächlich mit einem Hochschulabschluss oder auch mit Realschulabschluss und die anderen sind eher die Minderheit. Das ist die ursprüngliche Frage. Danach setzt man Teilnehmer der AfD mit aufs Podium und hält man sich mit denen. Ich glaube, das ist längst vorbei. Da sind wir nicht mehr. Wir müssen tatsächlich eingehen darauf und ich bin eben schon, ebenso wie schon in der Flüchtlingsdebatte, ein bisschen überrascht davon oder eigentlich eher schon erschrocken davon, von dieser großen Ratlosigkeit. Ich glaube auch nicht, dass wir in Populismus und Postmoderne, was heißt das? Wir leben in der Modernen und wir leben vielleicht, wenn, dann eher in einem Zeitalter von Ratlosigkeit, wo die Philosophen, die Denker am Ende bei jeder Diskussion, wo ich war, sagen, sie wissen auch nicht, was man tun kann, wo die Ansätze sind. Es sind dann eher, finde ich, auch verzweifelte Versuche zu empfehlen. Man kann mit Humor oder man kann mit Hashtags irgendwie dagegen angehen. Das finde ich, glaube ich, auch nicht ganz zeitgemäß. Wie würden Sie dagegen vorgehen? Haben Sie eine? Also nein, ich würde vorschlagen, dass man sich zusammentut. Es gibt diese großen Denker, es gibt die Philosophen, die Soziologen, es gibt die Politiker und es ist ein Thema, was man ernst nehmen muss. Ne, auch in der Flüchtlingsdebatte. Ich war in Veranstaltungen dann, ja, es würde es an einem vorbeilaufen, als wäre man nicht schon seit einer Weile auch hier in diesem Thema, sieht man das jetzt schon seit Monaten, man sieht es seit Jahren, was passiert, was sich da zusammenbildet. Und der Ansatz wäre es, ernst zu nehmen und sich in, keine Ahnung, Denkforen zusammenzutun, die besten, die man hat. Man sucht sie oder man beteiligt die Menschen daran, Lösungen zu suchen, Gedanken zu formulieren, sie ernst zu nehmen. Danke. Wir sammeln jetzt ein bisschen, weil wir haben jetzt nicht mehr so ganz so viel Zeit. Ich habe hier eine Meldung, dann Sie in der zweiten Reihe. Falls noch jemand möchte, bereiten Sie sich vor. Ja, kurze Vorbemerkung zu Carl Schmitt. Carl Schmitt ist ja, die Renaissance Carl Schmitt ist ja eine uralte. Nicht? Also ich kann mich schon an Jakob Taubes religionsphilosophisches Seminar erinnern in den 80er Jahren, wo Carl Schmitt halt das zentrale Thema war. Wir haben schon seit den 80ern die Rehabilitierung von Ernst Jünger. Wir haben halt natürlich den unproblematischen Heidegger, der in allen Philosophien eine Rolle spielt. Das heißt also, diese konservative Geisteshaltung aus dieser Zeit ist schon längst Teil halt des heutigen Denkens geworden. Ich glaube, das kann man nicht als neuen Befund haben. Zu Eliten würde ich gerne kurz sagen, es ist natürlich nicht so, dass Menschen halt die Welt nicht mehr richtig verstehen können, also die Komplexität, sondern natürlich können die Eliten die Komplexität auch nicht verstehen. Das heißt also, wir haben eine generelle Situation des Nichtverstehens unserer Welt. Und da ist es natürlich die Frage sehr interessant, ob es nicht einfach ein Elitenversagen ist, was zum Aufstieg der AfD geführt hat. Insbesondere, weil ja in diesem ganzen Populismus-Thema sich eines herausschält. Es ist ja so, dass wir, also für mich ist es schwer halt zu verstehen, was jetzt halt einfach der Unterschied zwischen Populismus und gewählt werden wollen letztendlich halt ist. Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit jemanden gehabt, der hat gesagt, Steuererklärung muss man auf dem Bierdeckel machen können und der hat aus dem Stand 15% bekommen. Manche werden sich noch daran erinnern, ne? Das ist noch nicht allzu lange her. Und es hat vor einigen Jahrzehnten jemanden gegeben, das werden alles blühende Landschaften werden da draußen und ist halt als Bundeskanzler wiedergewählt worden. Das heißt, wir sind doch umgeben von Populismus. Nicht? Und wir freuen uns darüber, dass wir daran glauben können, dass wenn wir viel Ingwer-Sud trinken, nicht? Dass wir dann eben halt irgendwie 100 Jahre alt werden. Das heißt also, im Grunde genommen ist unser Denken ja auch ein Stück weit extrem anfällig gegen jede Form von Populismus. Das heißt, vielleicht ist es wirklich so, dass Führung gebraucht wird.
Und auch insbesondere, weil ja das ein Befund dieses Populismus ist, dass er extrem emotional ist. Das heißt, wie Sie sprechen von Hass, von Emotionalität, von aufgestauten Gefühlen. Vielleicht ist es auch so, dass unsere Eliten nicht mehr in der Lage sind, mit Emotionen umzugehen. Also wenn man sich unsere Politiker anschaut, dann gibt es kaum welche, die tatsächlich emotional mit Dingen umgehen können. Das ist alles so ein nettes, unglaublich vernünftiges Reden über Dinge, verliert aber vielleicht für viele dadurch enorme Glaubwürdigkeit. Danke. Ja, wir nehmen nochmal den Herrn hier in der zweiten Reihe und dann kommen wir zurück aufs Podium. Ich bin Herr Lorenzen, ein Bürger, bisschen naiv, aber fortgeschrittenes Lebensalter. Ich habe mit Freude am Beginn der ganzen Veranstaltung wahrgenommen, worauf jetzt in den letzten Beiträgen besonders eingegangen wurde, dass wir eine sehr komplexe Welt haben. Herr Dürkheimer mit seiner Anomie-Diagnose wurde erwähnt. Komplexität in der Gesellschaft hat es immer gegeben. Lesen Sie ein bisschen in der alten Bibel, komplexer kann man die Gesellschaften gar nicht darstellen. Mir fällt ein Widerspruch auf in Ihrem Auftreten, vor allen Dingen Sie da vorne, indem Sie einerseits diese Komplexität, der wir nahezu fassungslos gegenüberstehen, konstatieren und gleichzeitig, ich traue mich zu sagen, hochnäsig den AfD-Folglingen attestieren, dass sie neue Untertanen seien. Ich würde dagegen halten, dann ist offenbar die Mehrheit von uns alte Untertanen. Wir gehen mit dem uns vertrauten Mehrheitsgrün- und Christpopulismus lieber ins Bett als mit diesem Rechtspopulismus, aber wir sind auch solche Untertanen. Gut, jetzt kommt das Leben in die Bude hier. So, jetzt teilen wir hier die Themen auf. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen oder Gesprächsbedarfe. Dann würde ich sagen, das ist jetzt dann Abschluss, sagen Runde hier. Und wir können ja dann weiter fortsetzen, ohne das Podium, alle gemeinsam. Aber ich würde dann vielleicht vorschlagen, dass Leana anfängt. Ja, nicht vergessen, die Themen, die Elitenversagung wurde hier erwähnt, ernster nehmen, also vielleicht nehmen wir nicht ernst genug die Menschen, diese Stimmen, die sozusagen die nicht politischen Stimmen, die kommen. Interessante These, Führung wird gebraucht. Das fand ich interessant, vielleicht wird Führung gebraucht. Und Eliten sind nicht in der Lage, vielleicht mit Emotionen umzugehen. Und von Herrn Lorenzen, ja, der Name, sagen diese komplexe Welt, Fassungslosigkeit und dann gleichzeitig aber, also diese Fassungslosigkeit haben, die Komplexität beschreiben und dann aber etwas von oben herab über die Menschen reden, die auch überfordert sind von dieser Komplexität, genauso wie wir selber, die Autoren und die hier sitzen. Wir fangen mit Ihnen an und dann am Schluss der Autor des Buches. Genau, also um nochmal auf Karl Schmidt zurückzukommen, ja natürlich, also es war in rechtselitären Kreisen war das immer Thema. Es gibt übrigens auch linke Schmidtianer, aber das ist jetzt was anderes. Und man kann, dieses Thema ist aufgekommen, so ab 93, angefangen mit dem Essay von Botho Strauß, Anschwellender Boxgesang. Dann kam dieses Buch, Die selbstbewusste Nation von Schwilk und Ulbrich. Also es gab diese Diskurse, aber sie hatten vor Sarrazin keine Breitenwirkung. Das ist der große Unterschied. Dann dieser Aspekt, schaut man auf die Leute herab, nimmt man sie ernst oder nicht? Das hatte die Dame ja auch gesagt. Also ich verwahr mich auch strikt dagegen, dass man jetzt über AfD-Anhänger oder Pegida-Anhänger sagt, das Pack, das geht nicht. Also man kann nicht die Verrohung der Sprache von rechts beklagen und dann Menschen beschimpfen. Man darf auch nicht sagen, die sind dumm. Weil ganz ehrlich, selbst wenn sie dumm sind, niemand hat sich selbst gemacht, niemand hat seinen IQ selber gemacht. Also es verbietet sich auch da, Menschen danach zu kategorisieren. Das heißt, man muss im Grunde jeden ernst nehmen, aber man muss nicht unbedingt das ernst nehmen und für richtig halten, was er sagt, wenn er sich hat verführen lassen von diesem Gedanken. Kollektives Elitenversagen, nein, klares Nein. Also wir sind ja insgesamt durch die Krisen
auch die Eurokrise und auch die Finanzkrise sehr gut durchgekommen. Es ist aus meiner Sicht eher ein Kommunikationsproblem. Natürlich gibt es immer auch gute und schlechte Politikstile. Es werden Fehler gemacht. Aber der große Unterschied eben zwischen den etablierten Parteien und den anderen ist auch, Stichwort Populismus, natürlich hat jede Partei populistische Elemente. Die Beispiele wurden genannt, blühende Landschaften und so weiter. Aber was Populismus ist, ist wissenschaftlich wirklich klar definiert. Das ist nämlich, wenn eine Partei für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit und den Volkswillen zu spüren und zu verkörpern und alle anderen eben nicht. Und wenn sich das durchzieht, und das ist bei der AfD so, und deswegen, es wird ja gefragt, mit AfDlern auch auf Podien reden, kann man machen, ist aber schwierig. Also ich sage das aus eigener Erfahrung, weil die in der Regel nicht wirklich an Debatte interessiert sind. Die wollen ihre Punkte setzen, sind rhetorisch extrem versiert, dann wird das Thema gewechselt, dann wird abgelenkt. Also das ist nicht ganz einfach. Ist die Politik zu wenig emotional? Auch schwierig. Also einerseits hat natürlich sozusagen Merkel durch diese sehr ruhige Art ja auch lange Zeit sehr hohe Umfragewerte. Das haben die Leute eher dann so sehr mal wie einerseits die Alternativlosigkeit kritisiert. Auf der anderen Seite haben sich die Leute bei ihr sicher gefühlt. Aber so ein, es kann natürlich auch nicht schaden. Das versucht sie jetzt übrigens auch mehr. Das merkt man, finde ich, auch in ihren Statements, die Leute auch emotional zu packen und so ein bisschen mehr wieder Schröder zu sein, so ein bisschen volkstümlicher auch. Schaden kann das, nee, das, also ich finde, man lacht darüber, aber es ist ja schon so, dass die Leute sich dann auch so ein bisschen damit irgendwie identifizieren. Also das ist sicherlich auch nicht ganz, ganz falsch. Aber das kommt auch noch dazu, also wenn man so ein bisschen auch weiß, wie Parteien arbeiten, auch wie viele Leute sich in Parteien ehrenamtlich engagieren. Das merke ich auch bei Vorträgen, wenn ich von Parteien eingeladen werde, dass auch so gerade die Leute an der Basis auch sauer sind. Also Leute, die sich da 20 Jahre in ihren Ortsverbänden abrackern und dann kommt so eine AfD und sagt, ihr seid alles irgendwie Altparteien, ihr macht alles schlecht, ihr könnt nichts. Ne? Und auch da muss man übrigens mal hinschauen, was macht eigentlich die AfD in den Parlamenten, wo sie jetzt sitzt? Vorsichtig formuliert, zeichnet sie sich vielleicht jetzt durch den allergrößten Elan aus. Der MDR hat gerade ein Video gedreht, wo auch bewiesen wurde, dass Frauke Petry auch Sachen im Sächsischen Landtag sagt, die so nicht stimmen. Immer wieder hört man auch und liest man auch, es werden dann von AfD-Vertretern immer wieder das Asylthema, also dass sie sich jetzt so in die Niederungen der Landespolitik hineinknien, ist auch nicht also auch da mehr noch hinschauen, was so der selbsternannte Volkswille dann auch so vor Ort tatsächlich macht. Oder Bezirkspolitik, das erleben wir ja jetzt auch in Pankow, also in verschiedenen Bezirken, also da muss ich schon bestätigen, schwierig mit sozusagen Professionalität seitens dieser neuen Parteikader. Ja, Herr Autor. Zum Schluss. Ja. Wie gehen Sie denn mit uns Autor. Um, mit den, ja. Mit den einfachen Lesern? Ja. Das ist ein Missverständnis. Erstens glaube ich, dass die Menschen, die in den Vereinigten Staaten zum Beispiel Donald Trump gewählt haben oder hier ihre Stimme der AfD geben, dass sie nicht unbedingt schlechte Menschen sind. Und ich glaube nicht, dass sie dumm sind. Das läuft ganz anders. Und mein politischer Gegner sind nicht die Menschen, sind nicht die Wähler, sondern ihre Einstellungen. In der Soziologie gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Gesellschaft zu beschreiben. Erstens versucht man, die Person als einen Träger von bestimmten Eigenschaften, als eine autoritäre Persönlichkeit zum Beispiel oder einen demokratischen Menschen zu beschreiben. Ich neige eher zu der anderen Sicht, die die Sozialität zwischen den Menschen sieht. Also wenn ich sage statt Sozialität einfach Netzwerk. Es ist ein Netzwerk, auch in Deutschland, im Westen grundsätzlich entstanden, in dem die Menschen, die vielleicht auch gute Menschen sind, aufgehen. Und dieses Netzwerk, dieses System der Einstellungen ist mein politischer Gegner. Dagegen argumentiere ich. Ich behaupte nicht, dass die Menschen dumm sind. Ich sage nur, dass sie oft aus purer Überforderung heraus zu einer einfachen Lösung greifen. Dass sie sich betrügen lassen. Das ist ja sehr menschlich. Mein Gegner, wiederhole ich nochmal, sind eben diese Lügen. Und auf gar keinen Fall Menschen. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Menschen kämpfen, dann haben wir in den Amerika waren es ja
Dutzende Millionen Menschen, 100 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele Stimmen er bekommen hat, da haben wir bald so einen bürgerkriegsähnlichen Zustand. Das wollen wir nicht. Es geht um etwas, was zwischen den Menschen passiert, wo das Böse sozusagen eingeschlichen ist in dieses Netzwerk. Deswegen bin ich überhaupt nicht hochnäsig. Ich sehe mich eher als solidarisch, muss ich so bescheiden sagen. Und vielleicht noch ganz kurz zum Populismus. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Populismus und es gibt sehr viele Autoren, die darüber forschen, darüber schreiben. Der Populist, ja, er hat so ein geschlossenes Weltbild und er will die Welt retten und er will den Menschen eine einfache rettende Lüge verkaufen, oft mit Erfolg. Und für mich persönlich ist sehr wichtig, dass es eine Lüge ist. Nicht eben, dass es eine Lüge, sondern ein Weltbild, etwas Fundamentalistisches an sich hat. Das haben die meisten Lügen auch, das haben die meisten Verschwörungstheorien auch. Aber mein Punkt ist, dass die Menschen belogen werden. Deswegen bin ich sozusagen auf der Seite des Menschen. Immer auf der Seite des Menschen und all die Menschen, die das schätzen, können das Buch erwerben. Steht da, also beide Bücher. Ja. Vielen Dank an die beiden Teilnehmerinnen dieses Podiums, also ein Teilnehmer und eine Teilnehmerin. Jetzt haben wir es hinbekommen. Danke auch an Sie. Alle, an euch alle. Das war eine spannende Diskussion, eine Diskussion, die uns erhalten bleibt, leider oder zum Glück, aber vielleicht ist das auch der richtige Weg, einfach einander zuzuhören und das zu fragen, was einen interessiert. Also insofern freue ich mich auf weitere Dispute, die von unseren Kollegen, von Michael Stognenko, der das organisiert, angeboten werden. Vielen Dank an die Technik auch und euch allen, Ihnen allen einen schönen Abend. Die Diskussionen können ja weitergehen. Vielen Dank und bis bald wieder. Applaus